Hallo und herzlich willkommen zu Bildungsspirit, neue Impulse in der Bildung. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge, in der es um Persönlichkeiten in deiner Klasse geht. Wen hast du da vor dir sitzen und warum ist es manchmal schwierig, mit dem einen oder anderen vielleicht auch auszukommen? Vielleicht kennst du den Satz, behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Der klingt ja erstmal sehr logisch. Leider stimmt er nicht so ganz, denn im Grunde müsste er heißen, behandle andere so, wie sie selbst behandelt werden möchten. Denn das unterscheidet sich manchmal von dem, wie du behandelt werden möchtest. Damit es für dich in deiner Klasse eine gewisse Struktur bekommt, wonach du dich orientieren kannst, habe ich einen Tiertypentest entwickelt. Den kannst du bei mir auf der Seite machen, www.simone-kriebs.de. Den packen wir dir auch einfach nochmal unten rein in die Shownotes. Da kannst du auch alles nochmal nachlesen. Es gibt also 4 Tiertypen, die bestimmte Persönlichkeitsmerkmale charakterisieren. Das erste ist wichtig zu wissen, dass alles in dir ist. Ja? Du hast von allen Anteilen dieser Persönlichkeiten etwas in dir. Nur, du hast die unterschiedlich ausgeprägt. Das heißt, wie gut kannst du diese Anteile spielen? Oder wo hast du auch noch ein bisschen Lern- oder Wachstumsbedarf? Je besser du die unterschiedlichen Anteile spielen kannst, umso effektiver kannst du dich auf andere Menschen einstellen. Und das ist ja besonders, wenn du eine ganze Klasse vor dir hast, extrem wichtig. Fangen wir mal mit dem ersten Tiertyp an und das ist das Schaf. Was verbindest du mit dem Schaf? Grundsätzlich ist das Schaf immer darauf bedacht, wie geht es den anderen? Geht es den anderen gut? Kann ich was für die anderen tun? Oder kann ich ihnen irgendwie behilflich sein? Schafe sind sehr hilfsbereit. Schafe sind treue Seelen. Also wenn du die einmal als Freunde gewonnen hast, dann bist du für immer die Lieblingslehrerin. Schafe mögen keine Konflikte. Und Schafe, was denkst du, sind die eher laut oder leise? Richtig, die sind eher leise und die hören auch eher zu, als dass sie viel reden. Schafen ist es besonders wichtig, dass dieser Weidezaun, den sie haben, ja, dass der erhalten bleibt. Das sind so die Kinder, die sagen, das machen wir aber immer so. Ich möchte gerne, dass das so bleibt. Und wenn Änderungen sind, dass sie erstmal so ein bisschen vorsichtig und verhalten reagieren. Gegenüber von dem Persönlichkeitstyp Schaf haben wir den Wolf. Ja, der Wolf ist natürlich genau das Gegenteil. Der Wolf liebt Herausforderungen. Der Wolf redet zwar nicht so viel, aber klar, laut und direkt. Wenn du dem Wolf sagst, Mensch, wie war denn dein Wochenende und erzähl doch mal, was da war und überhaupt, dann sagt er, okay, ich weiß, dass ich gerade was ausgefressen habe, komm zum Punkt. Der möchte gar nicht, dass wir so lange drum rumreden. Der Wolf mag aber auch Wettkampf und Herausforderungen. Das heißt, überall, wo es was zu gewinnen gibt, da ist er ganz vorne mit dabei. Der möchte auch in der Klasse am liebsten die beste Stellung haben, der Anführer sein oder auf jeden Fall etwas zu sagen haben. Und zwar so, dass die anderen zu ihm aufschauen. Dann haben wir noch den Persönlichkeitstyp des Kakadus. Kakadus reden schnell und viel. Kakadus lieben bunte Sachen. Kakadus fallen gerne auf, sind sehr optimistisch und machen gerne Quatsch und rufen lustige Antworten rein. Vermutlich kennst du jetzt schon einige in deiner Klasse. Kakadus stehen auch gerne mal vom Platz auf, sind so ein bisschen dynamischer im Ganzen, brauchen viel Bewegung. Und gegenüber vom Kakadu haben wir das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen mag feste Strukturen. Das Eichhörnchen würde sich selbst als Realist bezeichnen. Es sagt immer, na, ob das mal gut geht, ob ich das so machen möchte. Es gibt eine bestimmte Ordnung. Wir haben zum Beispiel immer in der dritten Stunde montags Sport. Und jetzt sagst du, montags fällt heute Sport aus, weil sich was im Stundenplan für heute geändert hat. Dann wird dir ein Eichhörnchen antworten, wir haben aber immer montags in der dritten Stunde Sport. Und jetzt hat meine Mama auch das Sportzeug gewaschen und das ist aber wichtig, weil montags ist das ja immer und ich habe mich jetzt auch schon darauf eingestellt. Einem Eichhörnchen ist es also ganz wichtig, dass Regeln und Strukturen eingehalten werden. Und wenn es nicht die äußeren Regeln und Strukturen sind, dann ist es auch so, dass du Eichhörnchen daran erkennst, dass sie so eine eigene innere Struktur haben, an der sie sehr festhalten.
wo sie sagen, nein, ich muss das aber erst falten und dann einpacken, anstatt einfach einzupacken. Vielleicht kennst du das auch. Naja, und jetzt ist es ja nicht nur so, dass deine Schüler bestimmte Verhaltenstypen sind, sondern auch du hast ja einen bestimmten Typus, den du vermutlich bevorzugst. Und nehmen wir mal an, du bist das Eichhörnchen und magst klare Strukturen und mit so viel Emotionen und ständig emotional werden. Das magst du nicht. Du magst das, wenn das sachlich ist und wir klar kommunizieren. Dann bist du vielleicht eher das Eichhörnchen. Nur mal angenommen, in dem Modus. Und jetzt hast du in deiner Klasse Wölfe und Kakadus. Ja, die Wölfe, die dich herausfordern und sagen, na, ob wir das jetzt so machen, wie du willst, weiß ich noch nicht. Ich guck mal, ob wir meine eigenen Regeln durchsetzen. Oder der Kakadu, der ständig deine Struktur durcheinander bringt, weil er irgendeinen Quatsch macht, weil er vom Unterricht ablenkt. Dann macht dich das natürlich als Eichhörnchen nervös. Genauso ist es, wenn du eher einen hohen Schafanteil hast und magst, dass sich alle gern haben in deiner Klasse. Und jetzt hast du da ein paar Wölfe, die ständig so dafür sorgen, zu gucken, wer ist hier der Chef und dich herausfordern. Und das könnte dich dann sehr stressen. Das Gute ist, die gute Nachricht ist, du musst gar nicht zum Wolf werden, sondern du lernst einfach wölfisch sprechen. Und ich würde dir empfehlen, mach doch erstmal den Test, da hast du ganz, ganz viele Anregungen. Wie kommunizierst du mit den unterschiedlichen Typen? Und in den nächsten Wochen werde ich einfach ein paar Kurzvideos machen, jeweils zum einzelnen Persönlichkeitstyp und dir ein paar Tipps geben, wie kannst du in deiner Klasse mit dem umgehen, wie kannst du deinen Unterricht gestalten, dass du alle vier Tiertypen in jeder Stunde gut abholen kannst und mitnehmen kannst. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Ich hoffe, du konntest wieder viel mitnehmen und einige Anregungen und ein paar Aha-Erlebnisse, die dich zum Schmunzeln gebracht haben. Ich freue mich, wenn du dieses Video likest und bewertest und gerne auch teilst mit Menschen, denen das Video auch gut tun könnte, die da auch Spaß dran hätten. Leite das gerne weiter, empfehle das gerne. Und wenn du es noch nicht längst getan hast, dann lade ich dich ein, diesen Kanal zu abonnieren. Ja, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss, deine Simone.